Ich nehme den Flammenwerfer und wir müssen jetzt gucken, wo der nächste Panzer ist. Ist das da unten doppelter Schaden? Dann will ich es. Oh, oh, da schießt ein Panzer. Okay, okay. Okay. Okay, da unten drin ist ein Panzer. Okay, wie komme ich da rein? Muss ich mit dem auf ein Fernkampfduell? Nee, oder? Da komme ich doch, kann ich doch reinlaufen. Da bin ich doch. Werde ich doch verstückelt. Okay. Hm. Was ist, wenn ich. Es ist mir definitiv zu gefährlich. Wenn ich von hinten irgendwie reinkomme, komme ich von hinten irgendwie rein. Ach so, ah, ich kann ihn von hier sehen. Okay, okay. Upsa. Munitionsverschwendung. Werf! Okay. Okay, das scheint der Panzer zu sein, den die Männer, also für Männer, das ist der Männerpanzer. Drückt mir die Daumen. Oh Gott. Das war's. Okay. Das war Pech, Grasshopper, aber das Settler-Burgebäude ist eine harte Nuss. Nimm meinen spezial gepanzerten Tro. Was? Du Arschloch! Das war eingeplant. Ich wollte nicht sterben. Du Arschloch. Du Arschloch. Okay, okay. Ich habe komplett den Überblick verloren, auf wie viele Minuten schon vergangen sind. Ich hoffe, ich kriege irgendwo ein Leben her. Automatisch auch, bitte. Das ist nett. Die Mission. Ja. Ja, gehen wir mal weiter damit. Ich habe das Gefühl, ich bin ja völlig auf dem falschen Weg. Oder auch nicht. Ich bin auf dem richtigen Weg, ja. Okay. Nimm meinen spezial gepanzerten Truck. Kriege ich vielleicht meine Waffen wieder? Und meine Rüstung und mein Leben? Lass ja dann noch mit mir reden. Leben und so ist wichtiger als Rüstung und Waffen, aber trotz allem, Sunbeam, das war ein Bitch-Move. Ja. So machst du dir keine Freunde. Okay, da haben wir den spezial gepanzerten Truck. Soll ich den nehmen? Ich habe irgendwie keine Waffen, keine Rüstung, kein gar nichts. Hey, aber genug Negativität. Kopf hoch, Grasshopper. Der spezial gepanzerte Truck schützt dich. Das sollte er besser auch tun, weil ich habe keine Waffen mehr, um den Panzer zu zerstören. Nur so mal gesagt, nicht? Also, ich habe keine Waffe, um den Panzer zu zerstören. So, hier fahre ich komplett durch. Kennt mich mal. Oh, es funktioniert sogar. Geht mir aus dem Weg, geht mir aus dem Weg. Ich will euch nicht über den Haufen fahren. Oh, hallo, Shotgun. Das war's total wert, ja. Oh Gott, was wäre da passiert, wenn ich kein Leben gehabt hätte? Game over. Und dann käme die Nachricht, hey, übrigens, ich habe da so einen Truck für dich auch. Und diese ganze Horde an Fußgängern, die verleitet mich fast dazu, da einfach mal reinzufahren. Ja. Oh, und die schießen auf die Polizei, die mögen mich ja noch. Hier, das mit dem Panzer, was ich hier gemacht habe, das war ein Versehen. Ich wollte die eigentlich gar nicht zerstören. So, okay. Der beschützt mich jetzt also, der spezial gepanzerte Truck. Okay, anscheinend schon. Zerstöre die Panzer, die uns einkesseln, und wir schwören dir jetzt unsere einzige wahre Liebe, ewige Volkschaft. Okay. Nichts leichter als das. Ich muss nur die Panzer zerstören. Das sollte ja machbar sein jetzt, wenn ich hier oben irgendwo Molotow-Cocktails finde. Hey, Seibatsu-Freund. Bist du mein Freund? Nee. Mal aufpassen. Okay, der Panzer. Ich habe den Raketenwerfer, aber ich habe keine Lust, den Raketenwerfer zu benutzen. Ja, benutze ich lieber den spezial gepanzerten Wagen. Wenn hier unten nicht langsam ein One-Up rumliegt, dann werde ich wütend.
Okay, und ihr steht hier einfach so rum und raucht. Schön. Ja, ja, ich bin schon dabei. Ich bin dabei, die Panzer zu zerstören. Ich brauche nur Molotow-Cocktails. Ja. Ja, ja, ich bin ein zähes Stück, richtig. Aber ich halte immer noch keinen Panzerschuss ins Gesicht aus. Das ist so mein einer Nachteil, den ich noch habe. Und man gibt sich ja Mühe. So, schießen wir das Ding kaputt. Das ist bestimmt gut. Ah. Die Verteidigungsstellungen sind zerstört. Hilft den Krishnas bei der Flucht. Das wäre wahrscheinlich auch der Weg gewesen, wie man das auf weniger männliche Art und Weise geregelt hätte. Sie sind sehr geschwächt, Grasshopper. Besorge einen Karma-Bus. Okay, okay. Okay, ich will ein Leben für die Mission, Sunbeam. Ich habe das nicht vergessen. Ja, okay, okay. Das mit dem Truck hätte er mir vorher sagen können. Arschloch, ja. Arschloch, wütend. Wütend. Oh, hallo Polizei. Und die lieben mich noch. Ich habe gerade ihre Panzer zerstört, aber die lieben mich noch. Okay. Ach, das ist ein Polizist. Weißt du nicht, warum der auf mich schießt? Ah, da unten, da unten. Seht ihr das? Das sieht man ganz, ganz selten im ganzen Spiel. Das ist ein One-Up. Ein Freeman, ein Leben. Yay. Okay, hier will ich nicht rein. Das ist der Bauhof. Ich habe mein Lieblingsauto. Ich habe wieder mein Leben. Mir fehlen nur meine Waffensammlung fehlt mir. Und das nehme ich sehr ernst. Ich habe da gerne die Redneck-Mission gemacht. Ich bin ein kleiner Redneck. Ja, Sunbeam, du schuldest mir Waffen. Hupsa, 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 hupsa. Ja, richtiger Weg auf jeden Fall. Ich brauche einen Krishna-Bus. Ich brauche einen Krishna-Bus. Und er ist mir eigentlich schon zu beschädigt. Oh. Sorry, du musst sterben für das größere Gute. Haha, so wie ich eben. Arschloch, hä? Ja. Naja, immerhin, da gab's ein Leben. Das war geplant. Der Panzer ist wahrscheinlich auch relativ schwer auszuschalten, wenn ich drüber nachdenke. Man könnte vermutlich, wenn man wirklich gut in dem Spiel ist, könnte man an ihn ran. Schnell in den Nahkampf quasi. Sozusagen in den Nahkampf, ja. Und ihn umtänzeln, während man Molotow-Cocktails wirft. Das geht. Aber, hey. Üben und so müsste man dafür ja. Ach Gott, Nachrichten, Tussi nervt mich. So. Okay. Hey, bei dem Bus da habe ich gerade eine Idee bekommen. Ich fahre in die falsche Richtung. Jetzt macht es aber auch keinen Unterschied mehr. Jetzt kann ich auch genauso gut bei den Saibatsu nochmal vorbeifahren. Und Hallo sagen. Hey, hallo. Hup, hup. Ja, auf dem Weg komme ich auch bei den anderen. Euer größter Krimineller, euer bester Freund fährt mit einem Bus eures Feindes durch euer Gebiet. Was sagt ihr dazu? Hey, fahr schneller! Ja. Na komm! Du bist ein Krimineller, oder was? Du hast bestimmt irgendwelche Leichen im Kofferraum und hältst dich deswegen an die Geschwindigkeitsbegrenzung hier. Pussy. Ja, und ich bin der mit dem blumenbemalten Bus. Und er ist die Pussy. Ja. Hey, nur weil ich Blumen am Bus habe, heißt das nicht, dass ich dass ich ein Weicher bin. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Ja, ja. Steigt ein. Du bist unser Champion, Grasshopper. Bringe meine Krishnas zum Vedic-Tempel. Es würde mich wundern, wenn diese Mission schon vorbei wäre. Da ist doch bestimmt unser Erlöser. Bring uns jetzt bitte zum Vedic-Tempel. Ja, ja, ja. Zum Glück. Nicht gesehen. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass jetzt ein Saibatsu-Panzer mir entgegenkommt oder so. Und sagt, hey, fick dich. Die waren uns, die Krishna. Wir wollten mit den Russen zusammen Hotdogs aus ihnen machen. Ja, und ich sag dann sowas wie, ich frag mich, ob man das Leben farmen kann. Das, was da unten liegt. Ob ich das irgendwie nochmal bekommen kann. Wenn ich vielleicht die Mission... Wenn die Mission fehlschlägt, direkt nachdem ich... Naja. Die Mission ist gleich vorbei. Hoffentlich. Yo,
Ja, Job erledigt. Der Vedic-Tempel ist jetzt voller bekehrter Brüder und Schwestern. Für deine harte Arbeit erhältst du 80.000 Dollar. Warum bleibst du nicht und betest mit uns, Grasshopper? Hari, hari, ha. Hari, hari, ha. So betet ihr. Ich denk mal nett, dass ich bleibe.